Hallo Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Cybos. Ja Leute, ich weiß, es war echt lange her, dass ich ein Video rausgebracht habe, aber ja, jetzt ist es endlich soweit. Ich habe die nötige Zeit gefunden, um jetzt ein Video zu drehen, also ja. Ich hoffe mal, dass jetzt auch in Zukunft regelmäßig Video von meiner Seite auskommt. Also beim Dennis, da weiß ich nicht so genau Bescheid, aber ja. Heute mal mit einer knackigen Folge Let's Play Minecraft. Und ja, ich habe vorher mir schon eine Welt erstellt gehabt, das war letzte Woche. Also ich habe mir extra so einen Plan gemacht. Wie gesagt, ich hatte mir schon eine Welt erstellt gehabt und habe mich ein bisschen vorwärts gefarmt, ein paar Materialien, eine Eisenrüstung habe ich, Eisensachen, 20 Diamanten, also läuft eigentlich das Ganze. Und ja, damit ihr nicht das Ganze farmen müsst, habe ich schon vorgearbeitet. Und ja, was werden wir in dieser heutigen Folge machen? Alles keine Spinne. Wir werden heute uns ein Haus bauen. Das Gebiet erkunden und vielleicht der letzte Plan ist, wenn uns dann noch Zeit bleibt, dass wir dann einfach fahren gehen. Lol. Hä? Das Biom habe ich hier gar nicht gesehen. Lol, was ist das für ein Biom? Hä, das sieht irgendwie so aus. Diese großen Bäume, was waren das nochmal für Biome? Mal schauen, Leute, mal schauen. Und ich versuche mir auch bei meinen Videos halt Mühe zu geben. Nicht einfach so hochladen, sondern ich versuche sie zu schneiden, Musik und so alles. Also, ja. Ich gebe mir auf jeden Fall sehr viel Mühe mit den Videos. Auf jeden Fall, weil es wäre doch besser, Leute, wenn ich ein Video mache und das gut geschnitten ist mit Musik und alles drum und dran, anstatt einfach mehrere Videos an einem Tag, die gar nicht geschnitten sind. Also, ja, Leute, wie viele Hühner hier einfach sind. Alter, mein scheiß Inventar, Alter. Ich realisiere das nicht, warum das so voll ist, Mann. Was brauche ich denn? Ach, keine Ahnung, Redstone kann weg. Redstone brauche ich nicht. Chicken kann ich immer gebrauchen, Alter. Chicken ist geil. Ja, okay, hier war dieses Eisbiom. Lol, ist ein Eisbär? Hä, lol? Lol. Hä, seit wann gibt's Eisbären? Hä, bin ich behindert oder? Hä, das kann. Hä, seit wann gibt's Eisbären? Lol. Ich bin. Keine Ahnung, was droppen die eigentlich, wenn man die killt? Das ist mir echt eine Frage. Lol, der greift. Alter, der greift mich an, Junge. Alter, der zieht ein Herz ab, Alter. Obwohl ich da Eisenrüstung an habe. Hä, der droppt Fisch? Der droppt ernsthaft Fisch? Lol. Lachs droppt der. Roher Lachs. Ja gut, komm, ich nehme das mal als Andenken mit. Okay, doch, Eisen ist wertvoll. Ich schmeiß mal einfach Knochen, Melonsamen, keine Ahnung. Wir haben ja genug Melonen. Ah ja, apropos Melonen. Hier war auch ein Dorf, was für ein Dorf? Ein Dschungelbiom, in dem ich gespawnt bin. Das zeige ich euch auf jeden Fall auch. Also ich wollte mich einfach hinsiedeln, weil ich einfach Schneebiome sehr mag. Also mir gefallen sie wirklich sehr. Ja. Also werden wir auf jeden Fall mal zum Dschungelbiom gehen und ich werde euch zeigen, wo ich gespawnt bin. Ja, das werden wir jetzt auf jeden Fall machen. Alter, man, hier wimmelt es nur von Eisbären, Junge. Hä, seit wann gibt es Eisbären? Alter, habe ich wieder was verpennt oder so? Alter, da hinten ist auch ein Eisbär. Seht ihr das? Schade, ich habe kein Optifice, das könnt ihr jetzt besser sehen. Aber da hinten, dieser fette Arsch da hinten, dieser fette weiße Arsch ist der Eisbär. Okay, oh lol, das sieht echt geil aus. Junge, ich hab noch nichts gemacht, Alter. Warum will der Stress, Mann? Ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte ihn nicht töten. Ja, okay, der Fisch kann dieser kleine Typ haben. Dieser kleine Eisbär. Alter, warum will denn jeder Beef mit mir? Ich check's einfach nicht. Okay, das sieht irgendwie richtig cool aus. Vielleicht baue ich mein Haus hier. Mal schauen. Ich würde es auf jeden Fall mit Tropenholz bauen. Das sieht richtig geil aus. Und jetzt nicht mit Eichenholz oder so, das ist ja so Standard. Ich finde Fischenholz ist nicht mein Geschmack, also ich finde es hässlich. Ja. Ich versuch's mal mit Tropenholz. Alter, der Weg bis zum Dschungel wird echt lang. Ich würde sagen, ich setze einfach einen Cut rein. Wenn ich beim Dschungel angekommen bin, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ja, Leute, jetzt sind wir endlich beim Dschungel angekommen. Alter, das hat lange gedauert. Ich habe mir auf dem Weg auch ein bisschen Kohle gefarmt, also
Sieht eigentlich relativ gut aus. Was mir aufgefallen ist, wir müssen mal langsam wieder Essen braten. Also, das wäre, glaube ich, gar keine dumme Idee. Und wie ihr hier sehen könnt, hier war meine alte Base, Leute. Als ich einfach nichts hatte, habe ich mir erstmal einen Ofen gemacht und so. Das war richtig chillig. Ach, diese Zeiten von meiner alten Base waren richtig geil. Ah ja, Alter, hier ist, ich verstehe nicht, ich schreibe es mal in die Kommentare. Es sind so viele Hühner im Dschungelbiom, Alter. Ist ja auch nochmal. Oh, da liegt ein Ei, da liegt ein Ei. Ich brauche die für Cookies, Alter. Lol, ah ja. Was ich noch sagen wollte, war, ich weiß gar nicht, wie ich das Format nennen soll. Also, oh, das Ei liegt hier. Habe ich jetzt ernsthaft letzte Woche die Eier weggeschmissen? Ey, ich bin so dumm. Die wollte ich auch für Cookies benutzen, Alter. Ah, ich bin einfach behindert. Ich bin behindert. Danke für dein Fleisch. Okay. Alter, ich habe euch einfach gar nichts gesagt über das Ziel und so. Also, wie gesagt, das Ziel des Projektes ist, keine Ahnung, wie ich das nennen werde, vielleicht Cyborgs Comeback oder so, mal schauen. Das will ich dann, also, das Ziel ist, dass ich den Enderdrachen töten muss, und zwar mit einer vollen Diamantrüstung. Das wird nicht leicht, Leute, das wird wirklich nicht leicht, aber ich bemühe mich, um diese große Barrikade zu überwältigen. Ja! Lol, ist der Versuch. Er ist der Versuch, einen Wolf gezähmt. Jetzt haben wir sogar einen Freund. Nice. Okay, wie gesagt, ich muss den Enderdrachen besiegen mit einer vollen Diamantrüstung. Es kann auch sein, dass ich gegen ihn kämpfe und mein Diamanthelm kaputt geht. Dann ist das Projekt nicht zu Ende. Ich muss mit einer vollen Dia-Rüstung das Projekt abschließen. Ja. Ah ja, Leute, das Coole an meinem Skin ist, ich habe einfach ein Cape. Ich habe einfach einen Skin gefunden, das ein Cape hat. Wie geil ist das denn, Alter? Gönnt euch das Cape, Junge. Richtig geil, Alter. Lecker, lecker. Okay, ja. Was wollen wir nochmal machen? Ein Haus bauen. Ah ja, hier bin ich gespawnt, so in diesem Bereich. Kann ich euch schon mal die Karte zeigen? Ups, in dieser Perspektive geht's nicht. So, hier sind wir so ungefähr gespawnt, also habe ich mich schon ein bisschen erkundet, also Erkundungstour gemacht, ja. Wenn ich dann, glaube ich, ein Haus habe, dann notiere ich mir die Koordinaten, also genau, wo es ist. Und dann gucken wir auf jeden Fall, dass wir die Umgebung besser kennenlernen. Also, vielleicht finden wir ein Dorf oder so. Wird auf jeden Fall nice. Und ja, ich würde sagen, wir schmelzen uns jetzt mal mit Fleisch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, Leute, ich habe jetzt das Essen gebraten und wir sind wieder zu unserem Platz gegangen, also zu dem wir am Anfang gegangen sind, wo unser Haus war. Oh, Creeper. Ich mag keine Creeper, ups. Oh, wir sind die Perspektive gewechselt. Ups. Hier sind ein paar Spinnen. Oh. Oh, lol, der. Ah, man kriegt ja eine Disc, wenn man für ein Skelett ein Creeper kriegt. Oh, der hat sich in die Luft gespielt. Gönnt euch das, hat er mit PvP-Skills und das wollst du. Oh, mein Hund hat mir einfach noch nicht geholfen. Egal. Wie gesagt, wir haben uns jetzt das Essen gebraten und es ist Nacht geworden, wie ihr schon vorher bemerkt habt. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, unser Haus zu bauen. Ich glaube, das ist eine gute Stelle dafür. Ja. Oder? Oder sollen wir noch was erkunden, Alter? Creeper. Ups. Hab mich wohl überschätzt. Okay, unsere Rüstung geht's gut. Hier ist auch ein Zombie. Oh, nicht der Zombie, sondern der andere. Ich meine nicht Lord Zombie, sondern Zombie. Wisst ihr nicht, den Zombie. Ach, egal. Gut. Ja. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an, das Haus zu bauen und ja, ich würde sagen, dann let's go.
Endlich, Leute. Endlich sind wir mit diesem Scheißhaus fertig. Alter, ich muss mir so viele Crafting-Bands machen. Das ist ja unglaublich, Alter. Und jetzt habe ich das Essen auch weggepackt. Richtig nice, Alter. Richtig nice. Richtig nice. Am besten essen wir mal jetzt erstmal was. Upsala. Lol. Okay. Ich habe gerade irgendwie auf irgendwas drauf gedrückt. Oh, das war's wohl. Egal. Ja. Ich habe das Haus endlich fertig. Und ich musste mir einfach so viele Sachen craften. Ich meine, so viele Crafting-Bands craften. Das war richtig unnötig. Aber ich hatte jetzt keinen Bock, wieder runter und hochzukommen. Das würde mir noch mehr Holz kosten. Das würde mich noch mehr Holz kosten. Alles klar. Das sieht geil aus. Ja, nice, perfekt, Leute. Hier jetzt noch ein paar Fackeln hin. Dann sieht das Ganze schon richtig geil aus. So, das brauchen wir im Moment nicht. So, hier zwei Fackeln. Zack, zack. Und hier eine Fackel hin. Gesetzt. Und ja. Hätte ich nicht mehr Crafting Bands? Alles klar. Ich glaube, die sind despawned. Da war ich wohl zu langsam. Ich glaube, ich packe die einfach mal hier unten hin. Dann stört die keiner. So, wo ist unser Holz? Jetzt machen wir so eine Dschungeltür. Und dann sind wir auch mit dem Haus ready. Ups, jetzt habe ich die aus Versehen weggeschmissen. So. Zack, und jetzt noch die Tür. Nice. Oh, wenn ich gerade mal nachdenke, war es eine dumme Idee, weil ich wollte eine Druckplatte machen. Also, das würde sich dann nicht lohnen. Was schmeiße ich weg? Ah, diesen Dirt Block, den kann ich nicht gebrauchen. Nehme ich mal die Crafting Bench mit. Alles klar. Hä, wie ist denn jetzt wieder mein Inventory voll? Lol. Ich check gar nichts mehr. Ich check einfach nichts mehr. Junge. Jetzt muss ich wieder mein Inventar leeren. Alter, das geht mir so auf die Nerven, ey. Oh, Alter, wenn ich jetzt hier in die Lava geschubst werde, ne? Das wär's, Leute. Ich schmeiß jetzt einfach diese Holzbretter hier rein. Cobblestone, weiß ich nicht. Eisen haben wir eigentlich. Ach, ich weiß nicht. Ich könnte sich die Hälfte behalten und den Stack wegwerfen, weil das würde mir gar nichts nützen. Okay, Bone kommt auch weg. Ah ja, Leute, apropos Bone. Leute. Mein Hund ist einfach wegen dem Creeper explodiert. Da musste ich mein Haus abbauen und habe es jetzt einfach kleiner gemacht. Und mein Hund ist einfach gestorben, Leute. Mein Hund muss einfach dran glauben. Voll der Arme. Und ich habe den Creeper nicht mal gesehen, Alter. Das war so unfair. Ich hasse Creeper. Die schleichen sich immer an. Und wenn man es am wenigsten erwartet, kommen sie und machen Bumm. Ja, okay. Das müsste reichen. Das müsste reichen. Alter, wird es jetzt wieder Nacht oder was? Was ist denn los hier? Was ist denn los, Alter? So, ja, das geht. Das geht richtig klar. So, jetzt packen wir hier mal den Dirt Block hin. Unsere Crafting Bench. Wo ist denn die? Wo ist denn die, Alter? Bin ich blind? Ah, hier oben. Lol. Ah ja, ich weiß gar nicht mal, was ich mit den Diamanten machen soll. Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ich mir eine Rüstung machen soll, ob ich mir eine Spitzhacke machen soll. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Ah ja, Fackeln wollte ich mir machen. 8 Stück sind zu viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 reichen aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Alter, so. So, jetzt packen wir hier noch eine Fackel hin. So, hier eine Fackel. Hier eine Fackel. Hier eine Fackel. Hier eine Fackel und hier eine Fackel. So. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, Leute. So, komm, machen wir das einfach synchron. Dass das gut im Auge, dass das gut ins Auge fällt. So. Jetzt sieht es viel besser aus als vorher. Okay, da stand ja auch eben gar nichts. Ah, alles klar, ich bin einfach dumm. Okay, nice. Mist, hätten wir jetzt Pumpkins, wäre das richtig geil. Aber in Schmei ich meine, in Schneebiom müssten Pumpkins sein.
Alter, diese Eisbären, Alter. Hier gibt's nur Eisbären. Ja, okay, das ist eigentlich selbstverständlich für ein Schneebiom. Okay, ist noch ein Eisbär. Ich würde sagen, wir verkriechen uns mal und ordnen mal unser Inventar und verschönern mal unser Haus. Also, ich glaube, diese Folge kümmern wir uns um das Haus und nächste Folge werden wir auf jeden Fall auf Erkundungstour gehen. Das wird auf jeden Fall richtig nice. Lass dafür schon mal ein Like da. Alles klar. So, machen wir jetzt mal noch eine Crafting Bench. So, nicer, da ist er. Ich glaube, ich mache das doch in den Boden rein. Das gefällt mir irgendwie besser. Keine Ahnung warum. Aber ich mag es irgendwie, wenn es im Boden drin ist. Ah ja, wir wollten ja noch die Druckplatte machen. So, nice. Ah ja, ich wollte den Boden noch aus Holz machen. Wie viel? 17 haben wir noch. Ey, ich muss jetzt nicht ernsthaft noch nach Holz fahren. Ich nehme einfach Cobblestone. Cobblestone geht eigentlich auch ganz klar. Also. Aber ich glaube, erstmal schlafen wir. Das wird uns gut tun. Nur Arbeit, Arbeit. Das ist nicht gut, Leute. Mir müsst doch mal schlafen gehen. Ab ins Bett und jetzt schon im nächsten Tag, alles klar. Gut, mal gucken, welche Mobs hier so sind. Ein Zombie, ein Creeper. Junge, warum will jeder Eisbär Beef? Oh, der will doch kein Beef. Okay. Der ist ein Hippie, Alter. Der will kein Beef. Peace, man. Peace. Okay, egal. Ich habe jetzt keinen Bock auf Schwärze. Ich glaube, ihr auch nicht. Deswegen mache ich mal weiter. Ah ja, zwei Ofen haben wir ja. Die place ich jetzt auch mal. So. Zack, zack. Ich glaube, ich mache mir sogar eine Ofenwand. Aber erstmal. Okay, ich glaube, ich mache mir. Ich schmelze erstmal ein bisschen. Eisen. Ups. Damit wir uns eine Schaufel machen können. Okay, ich habe mir noch Gold und so. Alter, habe ich viel Eisen. Ist mir gar nicht aufgefallen. So, wir machen uns, glaube ich, noch ein paar Öfen. Ich glaube, das wird nicht reichen. Ich mache mal zwei Stück. Haben wir vier Öfen, so zwei auf jeder Seite. Erstens, das sieht gut aus und zweitens, es ist einfach nützlich. So, hier der eine Ofen, hier der andere. Jetzt packen wir hier mal unser Gold rein. Zack, zack. Und ich muss auch wieder auf Kohlefarmen gehen, Alter. Egal. Mal schauen, ob wir jetzt drei Eisen haben. Wir haben sogar vier Eisen. Nice. So, direkt mal eine Schippe machen. So. Nice. Nice, Leute. Nice. Zaraisa. Okay, ich glaube, ja, wir schaffen unsere Hauseinrichtung noch, bevor diese Folge zu Ende ist. Ah ja, Leute, schreibt mir noch mal in die Kommentare, wie ich mein Video schneide. Also, ob ihr das gut findet. Ob ich das wieder so machen soll. Oh, Schneeball. 10 Schneebälle, geil. Ah ja. Wie gesagt, schreibt mir jetzt in die Kommentare, wie ihr den Style findet, wie ich mein Video schneide. Würde mich echt freuen. Und ja. So, jetzt haben wir den Boden geklärt. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit dem ganzen Cobblestone. 36 müssten, glaube ich, passen. 36 müsste passen. Ich glaube sogar, dann da bleibt sogar was übrig. So. Zack, zack. Nein, ich habe diesen einen Block übersehen. Eigentlich sieht das keiner, aber egal, Leute. Man muss bis auf die letzte Ecke alles ordentlich haben, Leute. Bis auf die letzte Ecke, Alter. So, zack. Okay, das haben wir auch. Das haben wir auch. Ja, das passt. Es geht safe auf. Nice. Der Boden ist fertig. Das Haus ist fertig. Und ich bin auch fertig. Und es passt nicht. Obwohl, ich könnte eigentlich ein Muster machen, oder? Haha, ich habe immer einen Plan B, wenn es drauf ankommt. Nice. Wie sollen wir das machen? Ach komm, wir machen das einfach so. So. Okay, es sieht ein bisschen komisch aus, aber alles klar, sieht richtig broke aus. Ja, okay, egal, ich lasse es einfach so. Die Tür müssen wir noch dran machen, hatten wir eben abgerissen. So. Tür noch dran gemacht. Und ja,
Das ist unser Haus, Leute. Richtig geil. Ich liebe einfach dieses Cape, Junge. Das ist richtig nice. Ich nenne dich Billy, Alter. Ich nenne dich Billy, mein Freund. Oder ein Creeper, Alter. Lol, Billy, ist einfach nichts passiert, Alter. Iron Man. Richtiger Iron Man, Alter. Warum habe ich jetzt so viel Dirt? Ah ja, ich habe ja den Boden ausgeleert. Alter, ich bin so dumm. Ups, jetzt bin ich selbst in das Loch gefallen. Ich will ihn so eine Art Zaun machen, dass er hier bleibt. Bleib hier, Billy. Bleib hier, Billy. Jetzt kommst du nicht mehr raus, Alter. Tut mir leid, aber ich werde dich schon füttern, Minion. Ich werde dich schon füttern. So, ein bisschen Dirt, damit er hier nicht rauskommt. Machen wir mal alles zu. Ja, ich glaube, das müsste reichen. Nice. Leute, das Haus haben wir fertig dekoriert, oder? Haben wir alles? Können wir noch irgendwas machen, was das Haus schöner macht? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ah, Schleimblöcke. Geil, 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 geil. Ich kann mir Schleimblöcke machen. So, 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 so. Upsala. So. Oder nein, nein, doch nicht. Ich mache mir doch keinen Slimeblock. Ich spare mal meinen Slime. Der ist nämlich sehr wertvoll. Okay, gut. Ja. Ich würde sagen, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, eine positive Bewertung da. Haut rein. Ciao.